Hallo zusammen, willkommen zu unserem neuen Format auf Atheismus TV 5 Fragen bzw. FAQs. Heute das Thema 5 Fragen zu Jesus Christus. Ich begrüße erstmal unseren Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Viele Atheisten kennen dich von unserem YouTube-Kanal Atheismus TV oder von einem deiner anderen vielen YouTube-Kanäle wie Stefan Kees, Imam TV Analyse oder einen deiner unzähligen englischsprachigen Kanäle. Wie lange beschäftigst du dich schon mit diesem Thema und was ist dein Antrieb? Na ja, schon ein paar Tage. Das ist einfach so, das ist historisch. Irgendwann, ich war damals in Kabul, da kam mein Chef zu mir und sagte, weißt du übrigens, dass es im Koran wissenschaftliche Wunder gibt? Naja, und da habe ich halt damals das erste Mal den Koran aufgemacht und bin dann über den Jesus im Islam gestolpert. Und habe dann, nachdem ich den Koran einmal komplett durch hatte, habe mich das dann interessiert, wo der herkommt und habe dann eben auch die Bibel gelesen. Weil in Kabul gibt es nicht viel zu tun, da hast du sehr viel Zeit abends. Und deswegen sitzt du im Hotel und liest dann halt so eine Bibel nonstop durch, ne, von Cover to Cover. Und da ist eben der Jesus, ein ganz anderer Jesus übrigens, der dann in Erscheinung tritt und da beschäftigt man sich damit. Kommen wir mal zu dem christlichen Jesus, um den soll es ja heute in erster Linie gehen. Viele Christen denken ja, es gäbe gute historische Hinweise für die Existenz von Jesus Christus. Ähnlich wie es sie auch für historische Figuren wie zum Beispiel Alexander dem Großen oder Julius Caesar gibt. Wie schätzt du die außerbiblische Quellenlage ein und wie wird das von Historikern im Allgemeinen eingeschätzt? Also es ist sehr unterschiedlich. Also ich selber sage einfach, ich gucke mir an, was wo geschrieben steht oder wer was wo über wen sagt. Historiker sind da sehr eigen. Da gibt es also welche, die lassen sich da beeinflussen und das ist dann reines Wunschdenken. Die sagen, jawohl, da gibt es historische Quellen. Und andere sagen nein. Also wenn ich zum Beispiel einen Dr. William Lane Craig oder einen Gary Habermas oder so weiter, die sagen, das ist alles ganz klar belegt und alles ganz eindeutig und so. Und dann gibt es wieder Dr. Richard Carrier, einen Historiker, der sagt, nein, das ist eher ein Mythos, das ist einfach eine Figur, eine engelhafte Figur. Und ich sehe halt die verschiedenen, sagen wir mal, Interpretationen und sage dann, wenn ich mir die Quellen tatsächlich angucke, und das nicht interpretiere, dann werden Leute wie Tacitus zum Beispiel, der 100 Jahre später und 1000 Kilometer entfernt gelebt hat, einfach zu Wiederholungen von dem oder Hörensagen von dem, was Christen geglaubt haben. Der Einzige, der es nicht macht, ist Josephus. Da ist also tatsächlich das sogenannte TF, das Testimonium Flavianum, da ist ein Paragraph eingeschoben worden, wo drin steht, jawohl, Jesus war der, also das, vorher ist es ein Historiker. Das und das ist passiert. Ba, 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 ba. Und dann plötzlich, und es begab sich zu der Zeit, da gab es eine Person, wenn ja überhaupt eine Person genannt werden konnte und so weiter. Passt also alles nicht. Wenn ich mir dann angucke, ja, da gibt es das Zweite, der Bruder von Jakobus oder James oder was immer. Aber Sohn von Damnios. Excuse me, war Christ, Jesus Christus der Sohn von Damnios? Nein. Das heißt also, Flavius Josephus benutzt das Wort oder den Namen Jesus 69 Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also ich habe mich wirklich bemüht, die Quellen selber zu lesen und habe dann auch gezählt, was da wie oft über wen wo gesagt wird. Deswegen für mich Historizität null. Da schließt sich eigentlich auch schon die zweite Frage an. Oftmals werden die Evangelien ja als historische Quellen angesehen. Wie wird die Historizität des Neuen Testamentes unter Historikern im Allgemeinen eingeschätzt und wie beurteilst du diese Historizität? Okay, was da Historiker sagen, das ist auch wieder sehr unterschiedlich und sehr, sagen wir mal, davon bestimmt, was die Einzelnen glauben. Weil dieses Wunschdenken ist auch hier sehr, sehr stark vertreten. Wenn ich mir das angucke, dann, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Evangelien nicht hintereinander gelesen, sondern ich habe die nebeneinander gelegt und habe dann genau justiert,
dass alle vier über das identische Ereignis irgendetwas sagen. Und da stellt sich halt heraus, dass also die Schlüsselszene jetzt mit der Kreuzigung und dem Wiederauferstehen, dass die sich nicht einig sind, wann da eine Kreuzigung war, wer wie, wo, in welcher Art und so weiter gekreuzigt wurde. Und dann noch schlimmer ist es mit der Auferstehung. Die wissen noch nicht mal, ob es Tag oder Nacht war, ob es dunkel war oder hell war, ob das Grab offen war oder zu war und so. Das heißt, die widersprechen sich. Das heißt also, die Nuancen, wovon man sagt, ja, da muss es ja Unterschiede geben, es sind ja vier verschiedene Personen, das mag ja alles richtig sein. Nur in den Schlüsselszenen, nämlich der Kreuzigung und der Auferstehung, da sollte doch irgendwie Einigkeit herrschen, dass da eine Geschichte herauskommt, die von allen Vieren unterstützt wird. Und das ist nicht der Fall. Das heißt also, ich sehe da keine authentische Erzählung, die von allen Vieren unterstützt wird. Das heißt also für mich, die Quelle Bibel, Neues Testament, ist keine zuverlässige Quelle. Es ist einfach nur eine Geschichte, wo vier verschiedene Leute vier verschiedene Geschichten erzählen, die sich alle um einen Jesus drehen, wo ein paar Sachen Gemeinsamkeiten sind, aber im Grunde genommen alles unterschiedlich. Die Historiker, die sehen das jetzt teilweise so, dass das da einfach gesagt wird, ja, das stimmt, das muss ja alles stimmen und deswegen stimmt es auch. Und andere sagen, nein, das kann überhaupt nicht sein. Wir finden eben von den ganzen geologischen Anomalien nichts irgendwie wieder in der Wirklichkeit. Da gab es kein Erdbeben, da liefen keine Zombies irgendwie in Straßen rum. Gibt es nicht. Das heißt also, diese ganzen Sachen, die man überprüfen kann, wenn man sie überprüft, stellen sich als einfach nur Wunschdenken heraus. Gut, daran schließt sich auch schon jetzt gleich die nächste Frage an. Immer wieder beteuern Christen, auch unter anderem in Gesprächen bei uns auf dem Kanal Atheismus TV, dass zumindest einige der vier Evangelien oder manchmal sogar alle tatsächlich von den entsprechenden Jüngern, also von Augenzeugen, aufgeschrieben wurden. Gibt es hierzu eine Mehrheitsmeinung unter Historikern und wenn ja, welche? Wie schätzt du das ein? Ja, genauso auch wieder nicht. Aber das steckt ja schon in der Frage, weil die sagen immer, einige sind, einige, ja, wer denn? Sag mir doch mal, wer das genau ist und warum die Leute darauf kommen, dass es genau diese Person ist. Das heißt also, wenn ich mir angucke, jawohl, Matthäus sagt, ja, ich sage jetzt das und das und dann gab es ja auch einen Matthäus, der Geldwechsler war oder sowas. Und dann sagen die Leute, siehst du, ja, siehst du, genau der Name. Aber das ist ein sogenannter Kategoriefehler. Das heißt also, wir haben denselben Namen, aber ganz, ganz unterschiedliche Funktionen. Und es lässt nichts darauf schließen, dass der Schreiber des Evangeliums tatsächlich ein Geldwechsler war. Also das ist auch wieder Wunschdenken, wo die Leute denken, ja, das muss ja dann stimmen und es wäre ja schön, wenn einer von den Schreiberlingen das tatsächlich dann auch gesehen hätte. Viele beziehen sich ja auch auf den Paulus, der aber auch nur eine Vision hatte und Jesus nie kennengelernt hat. Und wir wissen noch nicht mal, ob Paulus überhaupt existiert hat. Das heißt also, wenn ich als Skeptiker mir diese ganzen Figuren angucke, dann habe ich da größte Bedenken, dass davon wirklich irgendeiner tatsächlich so existiert hat, wie er da beschrieben wird. Weil ein Jesus, so wie er da beschrieben wird, den hat es wahrscheinlich nie gegeben. Aber ein Jesus in einer Figur, der als Wanderprediger irgendwo rumgelaufen ist, das mag es gegeben haben. Wo man dann eben dieses Götterpaket mit, damals war es sehr populär, übers Wasser laufen Blinde sehend machen. Und Jesus hat ja sogar einen Toten auferweckt. Das hätte doch auffallen müssen. Nur irgendwie waren weder die Historiker damals noch irgendein anderer in der Lage, das zu dokumentieren oder das in irgendeiner Form zu erwähnen. Nur halt 100 Jahre später, da heißt es dann, ja, Christen haben geglaubt, dass es einen Jesus gegeben hat. Ja gut, das ist Hörensagen und eben dokumentiert nur, was Christen geglaubt haben, aber nicht irgendwie historisch, dass die tatsächlich dabei waren und gesehen haben. Guck mal da, der stößt dem jetzt die Lanze in die Seite und so weiter. Nein, hat's nicht. Okay, wenn ich das zusammenfasse, müsste ich jetzt ja auch zu dem Schluss kommen, dass es keine historischen Hinweise auf seine Wiederauferstehung nach der Kreuzigung gibt, richtig? Richtig. Weil es keine, alles, was wir überprüfen können, stellt sich als falsch raus. Das heißt also, Nazareth hat es damals nicht gegeben. Diese Schlucht oder was, die da beschrieben wird, wo jemand runtergestoßen werden soll,
gibt es nicht. Das heißt also, alles, was wir überprüfen können, stellt sich als falsch heraus. Das heißt also, die Wiederauferstehung ist natürlich eine, das sagen wir mal, eine Notwendigkeit im christlichen Glauben. Nur kann die nicht irgendwie historisch dokumentiert werden oder wo man sagt, okay, hier haben wir jetzt tatsächlich unabhängige Zeugen, die genau das, wie es ja bei, es ist ja egal wer, Alexander dem Großen oder Julius Caesar oder von Khwarizmi oder weiß ich, wie die alle heißen. Die hat es gegeben. Da gibt es ganze Monumente, da gibt es Leute, die das aufgeschrieben haben, die gesagt haben, wir waren heute da. Und bei der Wiederauferstehung, da steht ja in der Bibel, 500 Leute haben das gesehen. Okay, wenn da 500 Leute waren, dann müsste doch irgendeiner an seinen Neffen in Odessa geschrieben haben, pass mal auf, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich war heute hier und der Typ, der da vor 3 Tagen gekreuzigt wurde, stand plötzlich neben mir. Und dann haben wir gesehen, dass der plötzlich wusch, wusch, etwas wie so ein Vogel hochgefahren ist in den Himmel. Ja, irgendeiner von diesen 500 hätte das doch schreiben müssen, hat aber nicht. Das heißt, man kann jetzt sagen, ja, wenn keiner das geschrieben hat, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert ist. Stimmt. Aber wenn so etwas passiert wäre, dann müsste es eigentlich jemand geschrieben haben. Hat aber nicht. Jetzt eine Frage, wo du vielleicht auch ein bisschen spekulieren kannst. Denkst du denn persönlich, dass Jesus Christus ein reiner Mythos ist? Oder oftmals steckt ja auch irgendwo ein wahrer Kern in einem Mythos. Oder denkst du vielleicht auch bei Jesus Christus gibt es in diesem Mythos einen wahren Kern, also sozusagen eine wahre Jesusgeschichte? Und wenn ja, wie könnte sich das entwickelt haben zu dem heutigen Bild von Jesus Christus beziehungsweise dem Bild, was dann in den Evangelien gezeichnet wurde? Ja, es ist eher eine Legende. Guck mal, die Leute wollten das haben. Die Juden haben auf ihren Messias gewartet. Und da sind sie irgendwie unruhig geworden und haben gesagt, so, wir haben jetzt unseren Messias. Das heißt also, die haben dann etwas genommen, was die Leute kannten, nämlich Wanderprediger. Jetzt haben sie vielleicht einen gehabt, der besonders charismatisch war, der hieß Jesus. Und da haben sie gesagt, siehst du, so, jetzt gab es diesen Jesus. Und damit der nicht so leicht zu identifizieren ist, packen wir den nach Nazareth. Ein kleines Dorf damals, aber 200 Jahre vorher gab es Nazareth vorher noch. Das gab es damals nicht. Das heißt also, die haben dann einfach ein paar kleinere Fehler gemacht dabei, haben versucht, das Ganze aus der Schusslinie zu nehmen, damit es nicht sofort auffällt. Und haben dann irgendwelche Leute genommen, die irgendwelche Sachen gesagt haben, haben dann gesagt, okay, der konnte übers Wasser laufen, der hat Blinde geheilt, der hat sogar einen Toten wieder auferweckt. Das sind alles Sachen, die der Apollonius zum Beispiel auch gemacht hat. Und der konnte sogar durch Wände gehen. Also man hat also dieses Paket genommen, hat dem das aufgeschnallt und hat gesagt, siehste, hier, das muss der Sohn Gottes sein, ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Also ist das nicht ein Mythos, sondern man hat einfach so getan, als ob es das alles wirklich gegeben hätte und hat dann gesagt, so, und da haben wir jetzt unseren Messias und jetzt müsst ihr alle daran glauben. Alles klar. Ja, Stefan, das war's schon. Das waren unsere 5 Fragen, unsere 5 FAQs. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen und wir verabschieden uns. Macht's gut. Ciao. Ja, von mir auch. Und bitte denkt dran, ich bin kein Experte, sondern ich habe mir das alles selbst angelesen. Bitte glaubt das nicht bloß, weil ich es sage. Ich bemühe mich zwar, alles richtig zu machen, aber es geht nichts über selber nachgucken. Also bitte guckt selber nach. Es gibt alles im Internet, das rauszufinden. Und es macht auch Spaß. Also, viel Spaß dabei beim selber nachgucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.